heißt du und was ist deine Aufgabe bei dir? Mein Name ist Hannes Meyer und ich bin der Head of Sales bei dir, als auch ein Client Account Lead. Wie bist du zu DIA gekommen? Ein guter Freund und ehemaliger Kollege, jetzt wieder neuer Kollege Stefan Sandmann, ist Solution Architect bei uns und hat den Kontakt zu Hendrik, unserem Geschäftsführer und Gründer, hergestellt. Und wir haben ein Interview geführt, ganz normal, haben uns kennengelernt und Hendrik hat mir die Werte von DIA gezeigt, näher gebracht und ich habe mich entschieden, hierher zu kommen. Was hast du vor deiner Zeit bei DIA gemacht? Ich war bei der größten deutschen Autovermietung, Vertriebsdirektor für den deutschen Mittelstand und war da 5 Jahre tätig in dieser und in diversen anderen Funktionen. Wie würdest du deinen typischen Arbeitstag bei DIA beschreiben? Aufstehen, morgens dem Team guten Morgen sagen und sehr erfolgreich dann quasi in den Tag starten. Also Vertriebsaktivitäten erstmal prüfen, was haben wir gemacht, was steht an diesem Tag alles an. Kundeninteraktion, Projekte planen, schauen, dass wir eine gute Kundenstimmung letzten Endes haben, dass die Projekte erfolgreich voranschreiten und dann eben auch typische Vertriebsaktivitäten, die Salesforce-Lösung näher bringen. Also ein gut gefüllter, interaktiver Arbeitstag. Was treibt dich an, jeden Tag zur Arbeit zu kommen? Es sind 2 Themen auf jeden Fall. Das eine ist für mich das Thema Mensch, also die Kollegen bei dir. Das ist immer so ein bisschen eine Phrase, wie ich finde, aber es trifft zumindest für mich bei den Interaktiven ganz klar auch ins Schwarze. Das heißt, das Team, die Kollegen sind auf jeden Fall für mich ein Motivationsfaktor. Und das zweite Thema ist auf jeden Fall die Themenvielfalt. Also mündig zu arbeiten ist für mich ganz wichtig und das kann ich hier definitiv. Eben in diesen unterschiedlichen Projekten mit den Menschen. Das sind Themen, die mich jeden Morgen eigentlich immer wieder aufs Neue motivieren, meinen Arbeitstag selbst zu gestalten, mit großartigen Kollegen und Freunden zusammenzuarbeiten. Was ist deine schönste Erinnerung bei DIA? Meine schönste Erinnerung bei DIA ist letzten Endes ein Vertriebsmeeting, was wir gemacht haben. Mein 2. großer Teamtag, den wir im Vertriebsteam halt abgehalten haben. Und alle zusammenzubekommen, dort über die Perspektiven eben auch zu sprechen. Wir haben sehr, sehr viel verändert bei uns, bei den Interaktiven, auch in diesem Bereich. Und konnten die ersten Erfolge quasi auch feiern. Und das ist was ziemlich neu war für mich in dieser Konstellation, als auch eben für die Teammitglieder. Wenn jemand bei DIA arbeiten möchte, was würdest du dieser Person raten? Sei offen. Wir sind ein Unternehmen, das eine sehr klare, offene und werthaltige Kultur pflegt. Dafür muss man sich natürlich auch öffnen, weil man das oftmals, glaube ich, nicht kennt aus anderen Unternehmen. Ansonsten auch eine gewisse Belastbarkeit. Ich glaube, was uns auch eben auszeichnet, ist, dass wir uns vielen herausfordernden Themen annehmen. Und dafür braucht man einfach auch eine gewisse Belastbarkeit und im positivsten aller Sinne. Ich glaube, Herausforderungen entwickeln einen, stärken einen. Und das sind auf jeden Fall auch Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Was war dein größter Erfolg bei DIA? Mein größter Erfolg bei DIA ist, dass von allen Seiten, und da meine ich unser Partnerökosystem, die Kollegen, eben auch erkannt wird, dass wir als Vertriebsorganisation uns geschafft haben, wirklich auch als eigenständige, werthaltige Organisation innerhalb des Unternehmens zu etablieren. Das heißt, vor noch nicht allzu langer Zeit war das, und das ist im Partnerökosystem von Salesforce tatsächlich auch ziemlich präsent, sehr gründerzentrisch oder geschäftsführungszentrisch auch der Vertrieb organisiert. Das haben wir geändert. Wir haben eine tolle Vertriebsmannschaft aufgebaut und sind wirklich autark von ihm und auch seiner Leistung mittlerweile im Vertrieb erfolgreich. Und das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, ganz tolles Ergebnis. Dein bester Reisetipp? Schweden. Was sollte man in Wetzlar und Umgebung gesehen haben? Da ich nicht aus Wetzlar bin, kann ich mich jetzt eigentlich nur auf die ziemlich standardisierte Wetzlarer Stadttour hier beziehen. Ich würde mal sagen, den Leica Campus. Ich komme aus der Nähe von Rostock, das habe ich noch nicht gesagt. Da sage ich ganz klar Warnemünde und auch das Warneufer. Dankeschön. Sehr gerne.